Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Da guckst du Elm Creek Landwirtschaftssimulator 22. Jo, wir spulen als erstes wieder vor. 2 Tage, würde ich sagen. Und schauen dann mal nach unsere Felder. Ob diese schon abgeerntet werden können. Und ob wir eventuell unsere Tiere verpflegen können. Das machen wir alles gleich. So, dann wollen wir mal erstmal nach die Felder gucken. 2 Tage sind um. Gut, Feld 51 ist in der letzten Stufe. In der letzten Wachstumsstufe. Die anderen beiden brauchen noch 2 Wachstumsstufen. Aber was wir definitiv brauchen, ist Futter für die Tiere. Dann wollen wir mal loslegen. Nehmen wir uns den Traktor, der müsste hier hinten noch dran sein. Genau. Und legen einmal los. Nur ein bisschen einfüllen, weil wir wollen ja noch die TMR fertig kriegen. Von daher ja, schauen wir mal. Müsste ich eigentlich schon drinne haben im Silo-Behälter. Wenn ich, schauen wir noch mal. Einen hatte ich eigentlich schon gefüllt mit Mineralfutter, aber beide sind leer. Okay, gut, dann machen wir es noch mal. Mineralfutter kaufen. Dann ist jetzt in denen das Mineralfutter drin, ne? Und wir füllen und haben zu viel Mineralfutter reingeladen. Ach ja, ist doch toll, wenn es so schnell funktioniert. So. Mal schauen. Ich bin jetzt definitiv nicht der TMR-Mensch. Eigentlich brauchen wir jetzt noch ein bisschen Silage. Ansonsten haut unser Mischverhältnis gar nicht, absolut nicht mehr hin. Sieht es schon wieder besser aus. Der John Deere hat ganz schön zu ziehen mit den Futtermischwagen. Ah.
Schade, schade, schade. Wir haben schon ein bisschen Mischration drin, das ist schon mal gut. Als nächstes werden wir dann Wasser besorgen. Abkippseite rechts. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir gleich hier auch noch Futter einkippen. Für die Neuanschaffung der Tiere. So, wieder ein Strohballen. Na. Tu dich doch nicht so schwer. Dann machen wir jetzt ein Heubein rein. Schauen wir, ob es aufnimmt. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein Silagebein. Eigentlich bräuchten wir nur noch nochmal Silage. Hat er jetzt so rüber genommen schon? 5000. 5000, schade, leider nicht. Also müssen wir ihn doch reinschmeißen. Wir nicht. So. Dazu machen wir jetzt noch mal etwas Mineralfutter rein. Dann haut zwar noch nicht die ganzen die Mischung, da ich das hier zu viel Stroh drin haben. Aber wir nähern uns an. So. Dann gehen wir zu unserem Mac. Öffnen und sagen, er möchte bitte zu die Gewächshäuser fahren. Gut, warum er jetzt voll einlenkt, keine Ahnung. Sollte er eigentlich nicht machen.
das ist einfach nur ein gutes Hofnetz, wo man wirklich sagen kann, die fahren überall hin. Bin ich selber so ein bisschen stolz auf mich, bin ich ehrlich. Hier mal wieder ein bisschen. Wenn wir gleich noch mal das Wasser auffüllen. Wasser brauchen wir ja definitiv. Gefällt mir äußerordentlich gut. Wie viel Wasser passt da rein? Ja doch, das reicht schon eigentlich. Also immer diese Fußgänger hier am Hof. Ich weiß gar nicht, was die hier wollen. Unmöglich. Gleich in den großen Hörmannsteig auch Wasser. Wenn ich finde, wo. Eigentlich muss hier auch Wasser hingeliefert werden. Kann natürlich sein, dass der kein Wasser will. Wir schauen mal nochmal auf der anderen Seite. Ob da irgendwo ein Wasserträger ist. Ansonsten braucht er nämlich gar kein Wasser. Hier nicht. Ups. Und hier auch nicht. Gut. Nochmal schauen. Schade, steht noch nicht da. Aber was wir machen können, ist mal schauen bezüglich des Hörmanns, wie viel Tiere überhaupt reinpassen. Bauen, Tiere, Kühe, Hörmann, Kuhstall groß. Genau, der will nämlich gar nicht Wasser. Es ist wirklich nur die Weide, die Wasser möchte. Gut. Okay. Dann weiß ich diesbezüglich Bescheid. Stell mir jetzt erstmal den Anhänger hier hin. Auf dass ich mir den Hof wieder vollstelle.
nehmen wir uns den großen Wilzenanhänger und schauen mal, ob wir hier Verkaufsstellen. Nein. Nein. Eigentlich müsste es doch drin sein. Viehhandlung. Nein, haben wir nicht drin. Ernsthaft. Gut. Fahren wir hin. Und machen dort gleich einen Trigger hin, dass wir automatisiert dahin fahren können. Das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, er soll selbstständig hinfahren, aber was nicht ist, ist halt nicht. Dann machen wir es halt selbstständig und haben wir auch gleich noch was zu tun. Parkür. Und dann ist es schon soweit fertig. Ist hier der Viehhändler? Ja, klar. Da hinten ist der Viehhändler. So. Editiermodus ist nur an. Steuerung links. Zwei Tasten gedrückt. Etwas zurückfahren. Ich stehe gerade auf den Bubble, den ich nutzen möchte. Verbinden. Etwas mit der Maus drehen. Klicken. Kurve erstellt. Aber hier werden wir eins machen. Obwohl, der kann da hinten rausfahren. Dann ist das hier die Einfahrt. Machen wir es gleich noch aus der anderen Richtung. So. Nächste Kurve erstellt. Einfahrt angebunden. Aufzeichnung bzw. Den Punkt löschen wir mal nochmal. Wir machen daraus eine Nebenroute. Viehhändler, Viehhandel, fertig. Dann fahren wir noch mal weiter. Damit wir die Ausfahrt auch gleich noch mit angebunden bekommen. So. Schauen, ob das auch geht.
genau. Der fährt dahin, der fährt dahin. Perfekt. Dann können wir jetzt sagen, zum Probieren. Einmal bitte zum Viehhändler. Perfekt. Jo, und dann geht's nämlich weiter. Steht jetzt nicht so schön auf der Markierung, aber halb so wild. Wir wollen Kühe haben. Gezuckt, gezüchtet. Eigentlich wäre die alte schon gar nicht so verkehrt. Kühe davon kaufen. Ich glaube, mehr als 12 Kühe kriegen wir auf dem Wilzen auch gar nicht drauf. Genau, 12 Kühe hat er. Damit fahren wir jetzt wieder zurück zur Versorgung. Fahren wir zur Kuh weiter. Okay. Kann natürlich sein, dass er jetzt so doof da stand. Kuhweide nicht gefunden. Findest du von hier den Hof? Ja. Okay, dann findest du bestimmt auch Mineralfutter? Nee. Na, dann sollst du dann fahr zum Hof. Aber das, meine lieben Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like dort. Oder ein Abo. Bei ein Abo bitte die Glocke nicht vergessen. Ich bin raus, Leute, und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.